Hallo und herzlich willkommen zum Dusima Talk, der E-Learning-Plattform für frühkindliche Bildung. Mein Name ist Ursula Günster-Schöning. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Prozessbegleitung und freue mich sehr, diesen Dusima Talk bzw. den Pädagogik Talk moderieren zu dürfen. Dusima steht für Qualität, Innovation und frühkindliche Bildung und hat diesen Talk ins Leben gerufen. Und einmal im Monat, immer dienstags, laden wir interessante hier zu uns in den Raum ein, um mit uns über pädagogische Themen zu sprechen. Heute mein Gast, die Susanne Gerstweiler aus Sindelfingen. Hallo Susanne, herzlich willkommen. Hallo zusammen in die Runde. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit, einigen Monaten im letzten Jahr einmal das Vergnügen. Es war ein sehr, sehr spannender Talk. Auch heute haben wir wieder ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir beide besprechen. Und zwar das Thema Projektarbeit und sprechende Wände. Also eine interessante Form der Dokumentation, die Wände der Einrichtung zu nutzen. Ich bin darauf sehr gespannt. Ich durfte ja schon in dein Bilderrepertoire, was du uns mitgebracht hast, hineinlauern. Also ich kann Ihnen jetzt schon allen versprechen, es wird ein sehr, sehr spannender Talk und es gibt sehr spannende und vor allen Dingen vielseitige Einblicke in diese Materie. Ja, unser Talk richtet sich an Fachkräfte, so wie Sie aus Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Grundschulen, an pädagogische Führungskräfte rund um das Thema frühkindliche Bildung. Und ich freue mich, dass Sie da sind und dass ihr da seid. Ich wechsle jetzt mal ins pädagogische Du. Das haben wir in den letzten Malen beim Dusima Talk auch immer so gemacht und das hat sich sehr bewährt. Heute ist es ein bisschen anders als sonst, weil wir eine andere Medium benutzen. Der Talk an sich bleibt aber gleich. Das heißt, wir werden wieder eine Stunde zusammen auf ein sehr spannendes Thema gucken. Und damit leite ich auch so langsam über. Und zwar geht es heute um das Thema Projektarbeit. Jeder oder jede kennt das. In der Einrichtung stehen unterschiedliche Themen auf dem Tableau. Mal sind sie durch die Kinder initiiert, mal sind sie initiiert durch die pädagogischen Fachkräfte. Manchmal sind sie durch den Jahreskreis initiiert oder beispielsweise, so wie jetzt gerade, weil draußen etwas passiert, was die Kinder an- und umtreibt. Und dass wir sagen, wir schauen auf das Thema entlang, nämlich dem, was wir sehen und wahrnehmen können. Die Susanne ist eine Kita-Leitung in Sindelfingen und arbeitet in ihrer Einrichtung auch mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen im Team zusammen. Vor allen Dingen aber lassen sie sich leiten und auch motivieren von den Ideen der Kinder, was sich dann auch in ihren Projekten niederschlägt. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was du uns heute mitgebracht hast an Ideen. Susanne, ich würde dich aber bitten, und zwar stell dich doch vielleicht erstmal am Anfang vor, dass die Kollegen, die hier im Raum jetzt eingetrudelt sind, wissen, wer du bist, was ihr so macht. Und ich lasse mal immer wieder noch welche hinein, die zu uns kommen wollen und übergebe jetzt erstmal das Wort an dich. Ja, vielen Dank, Ursula. Also mein Name ist Susanne Gerstweiler. Ich bin seit circa 30 Jahren, über 30 Jahren pädagogische Fachkraft. Ich leite in Sindelfingen eine 6-gruppige Kita, verteilt auf 2 Standorte. Und ich bin zusätzlich noch Bezirksleitung für weitere 6 Kitas, habe dort Fachberatung, Beschwerdemanagement, Sicherheitsbeauftragte etc. Unsere Kita ist seit 2016 nach Reccio zertifiziert und ich denke mal, dass jedem Reccio ein Begriff ist und in Reccio wird nach Projekten gearbeitet. Projekte bedeuten für uns ein ganzheitliches Lernen, also ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Und sie gehören fest zu unserem pädagogischen Alltag und sind auch nicht mehr wegzudenken. Projekte halten wir für sehr wichtig, weil sie den Kindern eine Auseinandersetzung mit Menschen, Umwelt und Material bieten können. Und die Kinder erfahren in der Projektarbeit ein Verständnis von sich und ihrer Umwelt. Sie lernen die Umwelt auf verschiedenster Art und Weise und in verschiedensten Entwicklungsbereichen kennen. Und diese Entwicklungsbereiche werden in unseren Augen durch diese Projektarbeit immens gestärkt und gefördert oder aber auch erstmal nur entdeckt. Ich bekomme gerade einen Hinweis im Chat, Susanne, das müsste ich nochmal eben machen, dass der Ton sehr schlecht ist. Jetzt ist für mich die Frage, sind wir zu leise? Also bei mir kommst du sehr, sehr gut an.
Ich würde ganz kurz mal einmal in die Runde fragen, der Teilnehmenden, können Sie uns mal im Chat eben eine Rückmeldung geben? Sind wir zu leise oder sind wir gut verständlich? Super gut der Ton, alles super. Ja, ich höre Sie auch gut. Okay, dann ist es vielleicht bei der einen Person... Individuelles Problem. Individuelles Problem. Dann würde ich Sie bitten, vielleicht nochmal zu schauen, dass Sie an Ihrem Monitor die Tonhöhe verstellen, dass Sie einfach lauter sind. Und Nebengeräusche können wir alle gut vermeiden, indem die Teilnehmenden bitte einfach ihr Mikro auslassen und nur Susanne und ich unseres anlassen. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung im Chat. Susanne, ich würde dann gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast. Projekte sind bei euch sozusagen das Herzstück eurer Arbeit. Jetzt ist ja immer so das Thema, viele Kindergärten, Kindertagesstätten, Familienzentren arbeiten mit Projekten. Ich persönlich war ja vor vielen, vielen Jahren auch mal Kita-Leitung. Auch da haben wir schon Projektarbeit gemacht. Und seitdem ich so auf dieses Thema zurückgucke, gibt es immer so Stimmen, die das befürworten und sagen, ja, das ist genau richtig und das ist kindorientiert, bedürfnisorientiert. Andere wieder sagen, nein, das ist ja eigentlich immer eher erwachsenenorientiert, weil die geben das ja rein. Die sagen dann zwar, wir haben Impulse von den Kindern aufgegriffen, aber der Ablauf, was dann genau gemacht wird, ist doch schon eher wieder in den Händen der Erwachsenen. Wenn wir jetzt uns pädagogische Fachkräfte als Lernbegleiterin verstehen, wahrnehmen, beobachten, gucken, was die Kinder wollen. Wie macht ihr das denn dann bei euch? Ist es so, dass ein Projekt, ich sag mal, vom Himmel fällt oder fällt es euch in den Schoß, weil die Kinder euch das zuliefern? Also wie kommt ihr eigentlich zu euren Projekten? Das ist eine gute Frage, die auch immer wieder neue Fachkräfte in unserem Haus uns stellen. Also generell basiert die Projektarbeit auf Erlebnisse der Kinder, auf Entdeckung der Kinder, Fragen, Interessen und auch Bedürfnisse der Kinder. Natürlich setzt es voraus, dass die pädagogische Fachkraft wirklich sehr, sehr gut beobachtet und kennenlernt oder sieht, was könnten die Kinder jetzt benötigen, was könnte ich ihnen mal anbieten, wo könnte ich einen Impuls setzen. Man muss da aber auch ganz klar unterscheiden zwischen Krippenkindern und Kita-Kinder oder Hortkinder. Wenn man auf gar nichts kommt und nichts sieht, was durchaus Möglichkeiten gibt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Kinder zu partizipieren und in einer Kinderkonferenz oder in einem Morgentreff die Kinder aktiv danach zu fragen. Und da kommt dann schon immer ein Sammelsurium daher. Und dann gilt es, dass man abwägt und abschätzt und die Kinder mitbestimmen lässt, welches Projekt oder welche Projekte gehen wir jetzt an. Man darf aber nicht den Anspruch haben, dass immer alle Kinder auf ein Projekt anspringen. Und es muss auch nicht jedes Kind an jedem Projekt teilnehmen. Ah, okay. Ja, weil das wäre jetzt eine ergänzende Frage von mir gewesen, wenn du das jetzt so beschreibst. Ihr seid im Morgenkreis oder in der Kinderkonferenz. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass dann facettenreich das Potpourri ist an Themen, was die Kinder interessiert. Und nicht alle finden alles gut. Wie macht ihr das denn, dass ihr sagt, das ist jetzt das Thema, was wir nehmen? Wohlwissend, dass nicht alle Kinder vielleicht da Lust zu haben. Also ich habe gerade schon rausgehört, es ist auch ein bisschen auf freiwilliger Basis, wer teilnehmen möchte. Oder sagt ihr, nee, es gibt auch Projekte, an denen müssen mehr oder weniger alle teilnehmen? Oder ist es wirklich so, die Kinder suchen sich das aus? Also es ist wirklich so, und das ist auch in der Philosophie von Reggio, dass die Kinder sich das aussuchen. Es gibt natürlich zugemutete Projekte. Die sind jetzt bei uns im Haus das Maxi-Projekt. Also der letzte Jahrgang, der muss am Maxi-Projekt teilnehmen. Dann haben wir noch ein Sportprofil, ein Sportprojekt. Da sind automatisch alle Kinder drin. Aber alles Weitere, wenn ich jetzt, sage ich mal, vier verschiedene Themen habe, dann kann ich zum Beispiel den Kindern einen Legostein in die Hand geben und am besten nacheinander ins Zimmer lassen. Also ich mache das symbolisch. Und dann können sie quasi ihren Legostein dahin legen, wozu sie Interesse haben zu machen. Es gibt aber auch immer einen Baustein, wo steht quasi für kein Interesse. Ah, okay. Und dann haben wir ja, und dann leben wir in einer Demokratie und das können Kinder im Kindergarten schon auch aushalten und lernen. Da habe ich jetzt zwei Projekte, die meisten Zustimmung bekommen haben und dann fangen wir damit an. Und die Projekte sind offen. Also wenn ich heute
10 Teilnehmer habe, kann sein, dass ein Kind dann plötzlich Interesse bekommt nach 2, 3 Projektstunden und auch mit Eintritt oder die Ideen liefert. Und dann ist es natürlich herzlich willkommen. Okay, dann habe ich jetzt 2 Sachen, die ich wichtig fand, rausgehört. Einmal so dieses, wie viele andere Kitas das auch machen, ihr visualisiert, um welches Projekt handelt es sich das. Die Kinder dürfen abstimmen im Rahmen der Partizipationsstufe. Also ich habe eine Meinung, eine Stimme, ich darf die auch äußern. Ihr visualisiert auch das, indem die zum Beispiel einen Stein hinlegen. Du hast aber gerade gesagt, ihr macht das auch schon so, dass ihr hin und wieder einfach auch, ich sag mal, anonym abstimmen lässt. Also ich gehe alleine in den Raum, da liegen dann die Bilder oder die Projektideen und ich bin jetzt nicht beeinflusst von meinem Freund, der auch schon seinen Stein dahin gelegt hat, oder ich gucke ab, was machen die anderen, sondern ich mache das für mich alleine. Ist das so richtig? Genau, weil wenn man abstimmt oder wenn da ein Pulk oder mit dem besten Freund, dann gibt es immer einen Leader, der vorausgeht und der andere gleicht sich dem in der Regel an. Das ist einfach in dem Alter noch oft so. Nicht immer, aber oft. Ja, ich habe das vor kurzem in einer Einrichtung auch erlebt. Die haben sich auch dafür entschieden, wenn es so um wichtige Dinge geht, wo sie sagen, die dann nachhaltig auch Einfluss haben auf die Projektarbeit zum Beispiel, dass sie es sogar machen, dass sie Schuhkartons aufstellen mit einem Schlitz oben rein und die Kinder können dann in den Schuhkarton das reinwerfen, dass sie auch gar nicht sichtbar sehen, da sind jetzt schon 6 oder 7 oder 8 Bausteine, weil die Fitten, sagen, haben mir die Kollegen dann rückgemeldet, die sehen schon, ich habe noch einen Stein, da bei dem einen sind aber schon so viele, dann hat meine Stimme auch schon fast keinen Wert mehr, weil ich es gar nicht mehr mit beeinflussen kann. Und dass sie sich bewusst zum Beispiel entschieden haben, das anonym und auch nicht sichtbar für die Kinder zu machen und dann der Moment, auch wenn man die Deckel aufmacht von den 3 Kartons, dann zu sehen, ja, welches Projekt hat jetzt die meisten Stimmen bekommen. Also wir nehmen die Steine auch weg. Ah, interessant, okay. Und du hast ja auch gesagt, ihr greift oft auf dem Alltag, aus dem Alltag auch Projektideen der Kinder auf, ohne abzustimmen. Da hatten wir uns ja im Vorfeld drüber ausgetauscht, dass zum Beispiel Corona eure Arbeit auch wie alle anderen Kitas maßgeblich beeinflusst hat. Und vielleicht schauen wir einfach mal in eure Projektarbeit rein. Du hast ja ganz viele Bilder mitgebracht. Ich würde mal das teilen, dass wir jetzt in die Präsentation reinschauen können. Und du kannst dann ja bitte da entsprechend dann auch erläutern, wie ihr zu welchem Projekt gekommen sind und was das vor allen Dingen auch mit euch und auch mit den Kindern gemacht hat, warum ihr gerade zu diesen Projekten gekommen seid, die dann jetzt hier sichtbar werden. Ja, dieses Corona-Projekt war relativ am Anfang, also sage ich mal, quasi nach dem ersten Lockdown, als wir dann auch noch in Notgruppen etc. gearbeitet haben und die Bevölkerung natürlich auch noch verunsicherter war wie jetzt und ergo die Kinder auch, weil die gar nicht mehr wussten, was geht jetzt hier ab, die Eltern dürfen nicht mehr mit rein, wir müssen ständig Hände waschen und. Und dann haben wir halt immer Äußerungen der Kinder aufgeschnappt, die sich über Corona unterhalten haben und auch dann später über diese Corona-Tests. Und das war ganz spannend, was da alles kam. Und wie gesagt, auch dieser Ausspruch Corona, Corona, immer nur Corona kam von einem Kind, weil irgendwie kein anderes Thema mehr war im Munde. Und dann haben wir einfach mit den Kindern diesen Virus mal dargestellt. Wir haben das näher beleuchtet. Was macht es mit den Kindern? Und ich war wahnsinnig überrascht, wie viel Wissen die Kinder mitgebracht haben, die auch wirklich wussten, wir mussten denen das nicht zeigen. Klar, die haben das vielleicht in den Medien gesehen oder von den Eltern, wie so ein Coronavirus aussieht. Und die waren wirklich bis hin interessiert, was passiert da mit diesem Virus, wo greifen die im Körper an? Und da war ich schon sehr überrascht bei so 5-jährigen Kindern, dass es da so stattgefunden hat. Und die Schnelltests, ja, wir waren ja bei uns im Landkreis eine der ersten Kita, die in so einem Pilotprojekt waren mit diesen Testungen. Das war dann auch wirklich ganz, ganz spannend. Und wir haben dann auch in den Puppenecken so Teststationen für die Puppen eingerichtet. Und also ich würde mal sagen, unsere Kinder, es war auch mal das Fernsehen da, die kannten sich wirklich mega aus, wie das alles funktioniert und warum, wieso, weshalb wir das machen. Okay. Jetzt hast du auch gesagt, so eins schwappt dann manchmal auch ins andere über. Du hast gerade schon gesagt, die Kinder hatten da ein ganz großes Wissen. Jetzt habt ihr in eurem Haus ja nicht nur Kita-Kinder, ihr habt auch die Allerkleinsten, den U3-Bereich.
Hände waschen war für alle ein Riesenthema, Hygiene. Und daraus hat sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein Händeprojekt entwickelt. Bei den Allerkleinsten, da ist ja wahrscheinlich die Projektarbeit im U3-Bereich auch nochmal anders jetzt gestaltet als im Ü3-Bereich, oder? Ja, natürlich. Die Projektarbeit in der Krippe basiert, also da kann man die Kinder in der Regel nicht fragen, was sie interessiert. Da muss wirklich eine gute, feinfühlige Fachkraft beobachten und sehen, mit was beschäftigen sich die Kinder, was kommt immer wieder. Und bei diesem Händeprojekt war wirklich dieses Händewaschen, jetzt wissen wir ja alle Krippenkinder, die spielen ja auch wahnsinnig gern mit Wasser, aber dieses ständige Händewaschen, wenn ich einmal in die Hand genossen habe oder sonst irgendwas, das war dann schon viel. Und dann haben die älteren Krippenkinder schon gefragt, warum immer Hände waschen. Und dazu kam noch in unserem Atelier, wo wir Bilder hatten mit Handabdrücken oder ja, genau. Und dann haben die Kinder sich so für die Hand interessiert und darauf haben jetzt die Kollegen dann ein Projekt aufgebaut. Und in der Krippe ist es so, dass die Kollegen schon auch Impulse setzen müssen. Aber wenn man so einen Impuls bringt, dann merkt man schnell, springen die Kinder auf oder nicht. Und in welche Richtung geht es dann? Und es war wirklich ganz interessant, dass die Kinder da voll dabei waren. Was können wir alles mit unseren Händen machen? Und natürlich haben wir das auch immer aktiv ausprobiert. Also schlagen jetzt natürlich nicht gegenseitig, aber auf was anderes hauen, greifen, tragen. Und haben auch die Hände so beleuchtet mit den Handabdrücken. Jede Hand ist anders. Dann auf dem Kopierer haben echte Hände fotografiert. Klar, die Unterschiede, das fanden die Kinder auch mal ganz spannend zuzuordnen. Handabdrücke. Und wie gesagt, was kann ich alles mit den Händen tun? Und dann kommt natürlich bei den Krippenkindern auch noch ein Fingerspiel dazu, Lied dazu. Die Kinder wollten auch, das kam dann aber auch von einem fast dreijährigen Kind, es ging dann, wir können mit den Händen, also so Tastkartons haben wir gemacht und dann wollten die ihr so ein Fühlbuch herstellen und das haben wir dann zum Beispiel auch mit den Kindern hergestellt. Also ist im Grunde dieser erste Impuls eigentlich das Händewaschen etwas gewesen, was so die Tür aufgemacht hat, dann genau. Ein Projekt, was Fahrt aufgenommen hat und da habe ich gerade rausgehört, habt ihr euch natürlich auch schon von den Kindern leiten lassen, was die an Ideen eingebracht haben. Aber wie du es gerade auch gesagt hast nochmal, bei den Allerkleinsten ist dann die pädagogische Fachkraft die Impulsgeberin, wenn es um solche Arbeit geht. Bevor wir in den Kita-Bereich gucken, würde ich noch einmal kritisch nachfragen wollen, Susanne. Ganz häufig ist ja so dieses mit Blick auf den U3-Bereich, dass wir sagen, wir müssen gar keine Projekte machen, wir brauchen gar keine Angebote, weg von einer Angebotspädagogik, eher hin zu den Alltag wichtig machen, das, was für die Kinder relevant ist, das Essen, das Schlafen, ja, das Spielen, die Pflege, das sind doch eigentlich diese Themen. Würdest du denn sagen, jetzt aus deiner pädagogischen Brille geschaut, ist es trotzdem sinnvoll, auch dosiert solche Projekte im U3-Bereich zu installieren oder eben auch zuzulassen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, viele Projekte im U3-Bereich sind Alltagsprojekte, wie zum Beispiel, wir halten unsere Puppenecke sauber oder das sage ich mal, Regen und Sonne und solche Sachen. Nur indem wir da etwas intensiver einsteigen, und das geht auch mit Krippenkindern, verstehen die Kleinen ihre Umwelt besser, sie erschließt sich für sie besser. Und wenn man dann noch schaut, das könnte sich jetzt interessieren, wir haben mal ein Kartoffelprojekt gemacht, weil da ein Kartoffelernter vor der Tür war bei den Krippenkindern. Kollegen sind raus, haben beobachtet, wir durften Kartoffeln aus dem Feld, sie haben sie gewaschen, wir haben sie hinterher verarbeitet, also zu Pommes, zu wilden Kartoffeln, zu Kartoffeldruck. Das ist Wahnsinn und das erzählen jetzt die älteren Kinder noch, die in Kita sind, die wissen das alles noch. Sie nehmen das ganz mit ganz anderen Sinnen wahr. Deswegen auf jeden Fall, man muss es nicht ständig und immer, da gebe ich recht, aber auf jeden Fall auch in der Krippe mit Projekten arbeiten. Okay, das war jetzt ein engagiertes Plädoyer dafür. Man merkt auch, du brennst dafür. Jetzt hast du uns ja
4 unterschiedliche Projekte aus deiner Kita-Arbeit mitgebracht, die, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wow, die sind jetzt wirklich sehr unterschiedlich. Und bei einigen kann ich mir vorstellen, dass die so aus der Lebenswelt der Kinder kommen, während so Weltall war erstmal so, ja, kann vielleicht ein oder zwei interessieren, aber ist das so ein Thema für alle? Lass uns doch mal durch deine Projekte durchschlendern und du erzählst, wie ihr dazu gekommen seid oder was die Kinder vor allen Dingen motiviert hat, sich für dieses Projekt auch zu engagieren. Ja, Dinosaurierprojekt. Ich meine, witzigerweise kam das natürlich, oder wie so oft, von den Jungs, die dann ihre Dinosaurier mitgebracht haben, die in der Bauecke sehr, sehr häufig Dinosaurier gespielt haben oder aus Lego Dinosaurier gebaut haben. Und die Kollegin hat es aufgegriffen und dann ist man einfach in diese Dinosaurierwelt mit eingestiegen. Und das war ein Projekt, wo dann auch ganz viele Mädchen aufgesprungen sind. Und witzigerweise hat sich aus diesem Projekt, was man rechts sieht, wie viele Kinder passen in einen Dino. Sie wollten einfach visualisiert dargestellt haben, wie groß ist denn so ein Dino überhaupt? Und es war eine ganz tolle Sache, dieses Bild eines Dinos da zu legen. Und von den Dinos ging es dann weiter. Wie groß ist das? Danach ging es in ein Größenprojekt. Wie viele Strecken ist von A nach B? Wie groß sind die Kinder? Also es hat sich Dino-Projekt einfach angesammelt, weil es Interesse von den Kindern war zum Spielen. Und wir sind nachher bei einem, sag ich mal, Projekt über Längen und Größen gelandet. Weil die Kinder eben dann weitergemacht haben. Sie wollten dann nicht nur wissen, wie viele Kinder passen in ein Dino, sondern wie groß bin ich eigentlich? Ah, okay. Dann ist da wahrscheinlich auch in Anlehnung das mit den Türmen raus entstanden, was du uns auch als Projekt mitgebracht hast. Und nein, die Türme sind entstanden. Klickst du weiter schon zu den Türmen? Nee, wir kommen da ja gleich noch hin. Das ist noch Dino, ja, genau. Daraus auch entwachsen ist, auch die Idee mit den Türmen. Das war ja nochmal so eure Dino-Landschaften, die ihr gebaut hattet mit den Kindern. Ja, wir versuchen dann immer einfach, auch die Ideen der Kinder, das war auch eine Idee von den Kindern. Sie wollten nicht nur in der Bauecke, sie wollten gern draußen, im Garten wollten sie gern, so wie so Bildungstablett, so eine Dino-Landschaft. Und da haben wir verschiedenste Dino-Landschaften gemacht, hatten Material, weil wir sind ja auch die Materialgebenden in einem Projekt, die pädagogischen Fachkräfte haben Material zur Verfügung gestellt und die Kinder haben sich in kleinen Gruppen ihre eigene Dino-Landschaft gebastelt, zusammengestellt, wie auch immer. Jetzt habt ihr neben diesen, das kam so von den Kindern, das kann ich mir vorstellen, ich kenne es noch so von meiner eigenen Arbeit, obwohl die schon viele, viele Jahre zurückliegt, dass Dinos immer ein Thema war. Ich weiß auch von meinen eigenen Kindern. Weltraum ist da schon ganz anders. Wie seid ihr denn auf dieses Weltraumprojekt gekommen? Ihr habt da ja hier, die Kinder haben so eine Eingangstür gemacht und dann ging es so richtig in so eine Forscherstation rein. Also das Weltraumprojekt ist komplett anders entstanden. Mhm. Und zwar, weil wir im ganzen Bezirk, alle Kitas haben dieses Jahr Rezertifizierung. Und wir haben uns überlegt, was könnten wir als Metaprojekt machen. Mhm. Also ganz großes Ziel, auch das gibt es. Und haben uns dann gesagt, wir nehmen das Thema Gegensätze. Okay. Und wir sind mit diesem Ansinnen in die Gruppe rein, was sie denn gerne machen würde zum Thema Gegensätze. Da muss man natürlich ein bisschen erläutern, ausholen. Und die Kinder wollten gerne Sonne und Mond machen. Ach, okay. Mhm. Und dadurch, und Sonne und Mond haben wir dann gemacht und dadurch ist natürlich dann ging es weiter. Die haben sich dann für andere Dinge, für Planeten interessiert etc. Und daraus ist dann dieses Weltraumprojekt entstanden. Und wie ich sehe, habt ihr dann auch richtig einen Nebenraum umgestaltet zu diesem Forscherlabor oder Forscherwerkstatt, wenn man es ja so will. Und da gibt es ja wirklich sehr unterschiedlichste Dinge. Was ist denn das hier, dieser Sandtisch, was die da machen? Soll das so eine Mondlandschaft sein? Ja, oder? Genau. Das ist so eine Krater- und Mondlandschaft, die sie sich da bauen können. Es ist wie so ein Bildungstablett, Aktionstablett, sage ich mal, Weltall. Und da können sie sich dann ihre eigenen Krater bauen. Okay, und wie ich sehe, habt ihr dann ja in dem Raum auch die Wände wieder genutzt für Informationen oder auch für Dinge, die die Kinder selber gemacht haben. Ihr arbeitet ja auch sehr, sehr viel mit Fotos.
Da wird ja ganz schnell auch so gesagt, oh, Datenschutz, wir dürfen doch gar keine Bilder in der Kita aufhängen, wenn jetzt fremde Personen kommen, die sehen dann doch die Kinder. Wie macht ihr das denn? Habt ihr da so eine generelle Freigabe von den Eltern? Weil wir sehen das ja gleich auf den anderen Bildern. Man sieht überall Fotos bei euch in der Einrichtung. Wie geht ihr damit um? Ja, da gibt es ein Datenschutzblatt, da können die Eltern beim Eintritt in die Kita ankreuzen, was sie wünschen und was nicht. Und wenn sie quasi für Dokumentationen innerhalb der Kita ist ein Punkt, dann ist ihnen schon auch bewusst, dass Delegationen kommen oder andere Besucher und das sehen. Also dieses Blatt, wenn da jetzt kein Kreuz stehen würde, dann wäre natürlich auch nie ein Bild von dem Kind an der Wand. Und ist natürlich für das Kind nicht so schön und deswegen stimmen alle Eltern zu. Okay. Und wie ich das so sehen kann, gibt es ja in diesem Forscherraum dann verschiedene Stationen und das ist dann so im Rahmen eurer Projektarbeit auch Interessen der Kinder. Jeder kann sozusagen sich da ausprobieren, wie er will. Oder ist es jetzt so ein Projekt, wo du sagen würdest, das ist wirklich nur ein paar Kinder, die teilgenommen haben? Oder weil es ja in so einem Raum war, konnte jeder so da reingehen, wie er möchte? Ist da auch eine Erzieherin drin, die das begleitet? Oder machen die Kinder das alleine? Wie macht ihr das bei euch? Also das war ein Projekt, wo nahezu alle Kinder teilgenommen haben. Und in den Raum können alle Kinder gehen, auch während des freien Spiels. Und manchmal ist eine Kollegin oder ein Kollege mit drin und begleitet es oder bietet auch noch mal irgendwas an. Mhm. Und aber auch jetzt so Sachen wie diese Kraterlandschaft, das können die Kinder selbstständig machen. Also da ist nicht zwingend jemand dabei. Die haben das Angebot, auf dem anderen Bild hat man auch gesehen, da sind auch Fachbücher dazu, die sie sich nehmen können und anschauen. Also das können sie während des freien Spiels, genau, können sie das nutzen. Mhm. Okay. Ja, jetzt kommen wir ja im Grunde, wie man das schon sieht, wirklich in unterschiedlichste Bereiche eurer Arbeit rein. Also wo du sagst, die Kinder entwickeln ein Projekt mit euch gemeinsam. Ihr seid Impulsgeber, indem ihr bestimmte Materialien hereinholt und für die Kinder zur Verfügung stellt. Die Kinder haben aber auch selber Ideen, die ihr dann aufgreift. Ist es dann auch so ein bisschen wie ein kollektives Wissensarchiv, was da so entsteht während eines Projektes? Weil ihr macht die Projekte und was da entsteht ja sehr stark nach außen hin auch sichtbar. Also über Bilder, über Fotos, über Poster, die dann auch nachhaltig an den Wänden noch länger zu finden sind. Ist das so auch euer Hintergrund? Ja, also generell muss man sagen, auch in den Projekten ist die pädagogische Fachkraft eine Mitlernende. Weil nicht jeder kennt sich über jedes Thema aus. Also Thema Weltall wüsste ich jetzt auch nicht Bescheid. Wir sind auf der einen Seite Impulsgeber, wenn es stoppt, dann probiert man was aus. Mhm. Wenn die Kinder aber zum Beispiel gar nicht mehr weitermachen wollen und jetzt einfach andere Bedürfnisse haben, dann lässt man es auch ruhen. Also wir wissen zu Beginn eines Projekts nicht, wo wir enden. Wir wissen auch nicht, wie lange es geht. Ob das über Wochen geht, ein halbes Jahr oder auch mal nur ein, zwei Tage, das wissen wir nicht. Das bedeutet natürlich, dass die pädagogischen Fachkräfte das aushalten müssen, dass sie nicht ihren Kopf, was sie jetzt so, was man alles machen muss und dass man auch sehr flexibel sein muss. Und die Forschung hat ja auch gezeigt, dass wir, wenn man an Themen arbeitet, die Kinder interessieren und nicht von uns vorgegeben sind, die Kinder viel mehr nachhaltig lernen. Das heißt also wirklich, ich habe ja jetzt schon hier gesehen, da ist schon das nächste Projekt, die Pferde. Also wo, wenn ich jetzt an das Weltraumthema nochmal andocke, da kann man nicht vorher sagen, boah, bei dem Aufriss und wir müssen so viele Materialien kaufen und stellen die zur Verfügung. Das muss jetzt aber auch mindestens über 4, 8, 12 Wochen laufen, sondern es hätte auch sein können, dass ihr diesen Raum einrichtet mit den interessierten Kindern und stellt dann aber fest, irgendwie, ich sag mal, nach 2 Wochen hat sich das Thema erledigt. Und dann wäre es auch in Ordnung. Ja, es kann natürlich sein und das kommt durch die Dokumentationen, dass dieses Thema Monate später aufgegriffen wird, vielleicht auch von anderen Kindern und dann macht man weiter. Ach, okay, also dann belebt ihr sozusagen auch Themen wieder. Ja. Ja, hier habe ich jetzt mal eure Pferdeecke, ist hier zu sehen, jetzt könnte ich mir, ohne jetzt Klischees bedienen zu wollen, schnell sagen, das ist vielleicht wie bei den Dinos von den Jungs ausgekommen, bei den Pferden eher von den Mädchen, weil ich das so aus der Kita-Arbeit auch sehe, in den Kitas, wo ich unterwegs bin als Prozessbegleiterin, da sind meistens die Mädchen, die dieses Pferdethema bringen. War das bei euch auch so? Oder
Ähnlich. auch ein ganz anderer Raum. Also das ist, glaube ich, bei euch im Flur und nicht in einem separaten Raum. Oder ist es ein Thema, was die Kinder von sich aus bespielt haben? Also generell, es ist wirklich im Flur, es ist in einer Bildungsecke, wie wir es nennen, und da spielen gleichermaßen Jungs und Mädchen. Aber entstanden ist es, weil die Jungs ein Polizeiprojekt hatten, das hatten sie sich gewünscht vor Jahren mal. Und da haben die ganzen Jungs dran teilgenommen. Und dann haben die Mädchen wirklich gesagt, wir wollen jetzt aber ein Mädchenprojekt. Und dann haben sie sich Pferde ausgesucht. Und wie gesagt, dann ist die Pferdeecke entstanden. Ich bin selber passionierte Reiterin gewesen. Meinen alten Sattel von mir haben ein Pferd gekauft. Wir haben Stockpferde, Steckenpferde selber gemacht mit den Kindern. Wir haben Kunst hier von, ich glaube, Chagall ist das blaue Pferd. Und die Kinder haben das versucht nachzumalen. Und die Pferdeecke ist hochaktuell. Also die ist immer bespielt und wird geliebt von den Kindern. Dann haben wir noch natürlich, sage ich, Werbung, Schleichpferde etc. Also man kann auch Bauernhofpferde spielen. Auch Buchmaterial steht zur Verfügung, Bildmaterial, Stoffpferde etc. Also auf vielfältige Art und Weise wird da gespielt. Ja, und wenn ich da so reingucke, was mir da gut gefällt, ist eben auch die Vielfalt. Wir haben hier echte Pferde, wir haben Informationen über Pferde. Du hast gerade gesagt, ihr habt die Künstler mit einbezogen. Ja, Chagall, das blaue Pferd, ist auch ein ganz tolles Buch dazu. Es gibt hier aber auch jemanden, der reitet. Es gibt die Kappe, da kann ich selber als Reiter auf das Pferd springen, das Nachspielen im Grunde. Und wir haben uns ja auch darüber unterhalten. Du hast jetzt gesagt, das war so ein Mädchenprojekt, das andere war ein Jungenprojekt. Eigentlich sagen wir ja mit dem Thema auf das Gendern und Mädchen und Jungen. Jeder kann eigentlich alles machen. Es gibt gar nicht Mädchenkleidung und Jungenkleidung. Zieh doch an, was dir gefällt. So, ich glaube, so handhabt ihr es ja auch bei euren Ja. Projekten. Wer Lust hat, macht mit und bringt sich ein mit seinem Wissen und Engagement. Und manchmal ist es aber eben eher, dass die Mädchen es anschieben oder die Jungs, aber es vermischt sich einfach auch sehr stark bei euch. Genau. Hier haben wir noch ein paar Utensilien. Also auch Hufeisen neben Fachliteratur und auch wieder ja, Plüschfigürchen. Also ihr bedient das dann auch von den Materialien, die ihr reinholt, ganz, ganz weit. Ja. Ja, jetzt musst du mal erzählen, wie seid ihr da denn drauf gekommen? Ich meine, Sindelfingen ist ja ist das Einzugsgebiet von Stuttgart? Ja, Stuttgart ist nicht weit weg, kann man Kann sagen, 20 man den Flussen Kilometer. von euch aus sehen? Nein, Nee, ne? aber das hat auch nicht mit dem Stuttgarter Fernsehturm angefangen, sondern mit dem Burj Khalifa, weil ein Kind Urlaub gemacht hat dort und von diesem Turm berichtet hat und irgendwie sind dann alle auf Türme aufgesprungen. Also da haben auch nahezu fast alle Kinder mitgemacht. Und dann hat man natürlich auch nach einem Turm in der Nähe gesucht, einen Stuttgarter Fernsehturm dann. Und da haben wir dann Einzelarbeiten gemacht mit Türmen. Hier, das ist der Burj Khalifa, das waren dann Teamarbeit, die Kinder zusammen. Das war viel Arbeit, den zu malen auf dem Boden etc. Und hier sieht man vielleicht auch mit den Kleiderbügeln mal eine ganz andere Form von Dokumentation, was ja auch zu den Projekten gehört. Konnte jedes Kind seinen Lieblingsturm malen. Wir haben dann echte Exponate gehabt, wir haben Fantasietürme gebaut. Ja, und die Kinder, wie man auch sieht, sieht man, glaube ich, auf dem anderen Bild nachher noch besser, haben auch in der Puppenecke wochenlang Türme gebaut, aber wirklich die allerbesten. Ja, und Das ich war kann schon noch mal eben sehen. Wahnsinn. Also hier auf diesen Bildern kann man ja auch ganz genau sehen, wie die Kinder also als Gemeinschaftsarbeit Ja. sagen, über Wochen diesen Turm malen. Ja, und hier ist er ja, der Fernsehturm und dann neben dieser Burj Khalifa und 850 Meter, 700. Und das finde ich auch eine tolle Idee. Die Kinder haben ihre eigenen und ihr integriert das. Ja. Und hier sieht man Bauwerke, also im Grunde ein facettenreiches Erleben dieser unterschiedlichen Türme. Ja, Ihr und bietet genau wo sie stehen auch. Also haben extra so eine Kinderkarte, weil klar, Fernsehturm ist bei uns in der Nähe. Burj Khalifa hat dann das andere Kind erzählt. Und dann hat man schon so, was für Türme kennt ihr noch? Und dann haben auch teilweise die Eltern, haben wir die Eltern mit eingebunden. Die haben dann zum Beispiel einen kleinen Eiffelturm gebracht und solche Sachen. Und dann haben wir auf der Kinderkarte einfach mal geschaut, wo sind die Türme, haben Bilder ausgedruckt und mit den Kindern dann einfach die Wege gezeichnet, wo die Standorte der größten Türme, sage ich mal, sind auf der Welt. Und hier, das kann man nicht so ganz gut erkennen, aber das sind dann im Grunde, das ist das Original und dann haben die Kinder die Türme auch alle selber gezeichnet. Genau. Ja, spannend.
Ah ja, hier habe ich das nochmal, genau, hier kann man es besser sehen. Genau, schiefe Turm, ja, ist auch wirklich schief. Okay. Ja, das ja, hier. Hattest du nochmal gesagt, das waren die, habt ihr da auch extra dann noch besondere Baumaterialien dazu genommen, damit die Kinder das machen können, oder habt ihr diese Materialien ohnehin bei euch, weil die Türme sehen ja hier auch schon wirklich sehr speziell aus. Ja, wir haben, also die Bauecke ist bei uns nicht nur mit vorgefertigtem Spielmaterial oder Bauklötze. Wir haben immer in Anführungsstrichen wertloses Material, Kartons oder hier so Müsli-Dosen, sieht man ganz links nochmal. Oder diese Pappbecher, die von der Firma mal weggeschmissen werden sollten. Also generell ist es natürlich so, je mehr Materialien ich den Kindern biete, desto kreativer können sie werden und desto mehr Möglichkeiten haben sie. Okay. Ja, hier ist nochmal der Fernsehturm. Ja, genau. Ja. Und euch ist das eben auch wichtig, dass ihr das auch, ich sag mal, so immer visualisiert. Macht ihr das bei jedem Projekt oder gibt es so besondere Highlights? Oder läuft das wirklich flankierend mit, dass ihr sagt, wir machen nicht nur die Projekte, sondern wir zeigen sie auch über unsere Wände, über unsere Möglichkeiten? Und was macht eine Kita, die nicht so viele Wände hat wie ihr? Also es ist ja manchmal auch raumbedingt. Ja? Würdest du dann sagen, dann ist es aber sinnvoll, vielleicht so eine große Projektwand zu machen, wo immer das dann, ich sag mal, tonusmäßig wechselt. Erste Frage. Und zweitens, verstehe ich das so, das läuft, sind Projekte, die über die ganze Kita laufen oder laufen vielleicht auch 2, 3 Projekte mal nebeneinander? Also ich fange mal von hinten an, es laufen immer mehrere Projekte nebeneinander. Okay. Ganz einfach, also weil die Kinder ja auch, wir haben jetzt kein offenes Haus und bei uns können die Kinder zwar überall sich abmelden zum Spielen, aber sie haben Stammgruppen und es laufen Projekte in der Stammgruppe und es laufen übergreifende Projekte, wenn nicht gerade durch Corona das verboten ist, sag ich mal. Ja. Also von dem her laufen in der Regel immer mehrere Projekte gleichzeitig. Bei uns werden längere Projekte oder größere Projekte, da gehört das Turmprojekt dazu, werden eigentlich immer dokumentiert und in der Wanddokumentation präsentiert oder ausgestellt. So kleinere, nicht zwingend. Es gibt auch Projekte, wo wir nur einen Projektordner anlegen, den dann die Eltern einsehen können. Also auch über kürzere Projekte. Und dann schauen wir halt immer so, welche Projekte waren so nachhaltig und so wichtig für die Kinder. Und die hängen dann an den exponierten Stellen, sage ich mal. Und wenn dann was ganz Neues kommt und ein Projekt vielleicht schon ein Jahr alt ist, dann hängt man um oder man verkleinert manchmal auch ein Projekt. Aber man lässt es immer noch so als Denkanstoß, ein Aha-Erlebnis für Kinder, Eltern und auch für Personal hängen. Oh, das ist ja nochmal besonders. Das heißt also auch, selbst wenn das Projekt jetzt schon über, ich sag mal, Monate abgeschlossen ist, wird aber eure Wanddokumentation trotzdem noch weiter sichtbar bleiben oder ist auch weiter sichtbar? Genau, die bleibt so lange sichtbar, bis uns die Wände ausgehen und dann entscheiden wir, was kommt weg oder was ist nur noch in der Dokumentationsmappe. Okay, dann entsteht ja eigentlich so ein bisschen was wie so ein Wissensarchiv, wenn ihr so eine Mappe auch habt, wo man dann vielleicht nach Jahren nochmal darauf zurückgreifen kann. Und du hast gesagt, diese Aussage wäre dir so wichtig. Die Dokumentation ist die zweite Haut der Einrichtung. Das heißt, ihr legt nicht nur Wert auf eine Dokumentationsmappe, um dann nachschlagen zu können, sondern ihr legt auch Wert, Dokumentation im Alltag immer präsent und wichtig nach außen hin darzustellen. Ja, also dieses Zitat habe ich aus Reggio mitgebracht, als ich dort war und war dort auch ganz fasziniert, wie lange dort Projekte hängen bleiben oder einsehbar sind auf irgendeine Art und Weise. Also die Dokumentation sind für uns auch eine Art Wertschätzung den Kindern gegenüber, wie sie sich entwickelt haben. Die kindliche Entwicklung sieht man. Das ist quasi ein Spiegel der kindlichen Entwicklung und auch unsere Qualität der Arbeit, also auch für die Fachkräfte, sehen da einfach, was haben wir gemacht. Und sie gilt als kollektives Gedächtnis, kann man so sagen. Und ja, also von dem her, auch für die Eltern, es dient auch natürlich auch als Transparenz für die Eltern oder auch als Öffentlichkeitsarbeit und bringt halt ganz viele Informationen mit, was hat sich mein Kind beschäftigt, was macht es, was sind Schwerpunkte. Auch wie ist der Entwicklungsstand meines Kindes? Das kann man an den Dokumenten schon auch rauslesen.
Ja, und wie du es jetzt gerade zum Ende hin auch beschreibst, eben diese, den Einblick der Eltern, wenn man durch eine eure Einrichtung schlendert und die Wände sprechen, dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt neu bin und als Mutter von der Einrichtung selber noch nichts weiß, schlender da aber durch. Ich bekomme ja innerhalb von wirklich kürzester Zeit ganz, ganz, ganz viel Einblick in eure Arbeit. Ja, man sieht einfach gewisse Prozesselemente von unserer Arbeit mit den Kindern. Mhm. Und jetzt hast du ja noch mal ein paar Schnappschüsse mitgebracht, so in euren Eingangsbereich, eurer Halle, aber auch so aus den Räumen, wo du noch mal darstellen wolltest, eben, wie kann man auch im Alltag einfach Sachen noch mal ganz einfach aufwerten über beispielsweise Dokumentation an der Wand. Das ist, glaube ich, euer Rollenspielbereich. Ist das richtig? Oder was? Ja, das ist gerade? Genau, das ist unsere Verkleidungsecke, weil wir haben mehrere Rollenspielbereiche. Pferdeecke ist ja auch Rollenspiel, wenn man das so möchte. Ja, na klar. Und die haben wir einfach aufgehübscht, indem wir die Kinder ihre Lieblingsverkleidungen anziehen lassen haben und dann, sage ich mal, ästhetisch schwarz-weiß großgezogen haben, also nicht nur kleine Bildchen, sondern so. Und dann hat noch ein Kind, das sieht man jetzt nicht hier drüber geschrieben, Verkleidungsecke. Einfach so, dass jedem Kind ist klar, was hier passiert. Die Kinder sehen das, die Kinder bekommen Anregungen. Es ist einfach nicht nur eine Ecke, wo jetzt ein paar Verkleidungen stehen und ein Tischchen und ein Stühlchen, sondern es wird einfach auch noch visuell dargestellt, was passiert in dieser Ecke. Ja, und das ist, wie du auch schon sagst, auch ästhetisch schön einfach. Und auch, ich finde es auch interessant, dass ihr gerade da Schwarz-Weiß-Fotos gewählt habt. Eben, weil eigentlich ist ja alles bunt, was ich anziehen kann, aber da nochmal so zu zeigen, hey, guck mal, und das inspiriert natürlich auch. Das war uns ganz bewusst, haben wir diesen Kontrast gewählt. Das sind so zwei Dinge, da musste ich sehr schmunzeln, als ich die gesehen habe. Hier Davids Motzecke und dann die Projekt-Nachdenkecke. Was ist denn damit gemeint? Ja, also die Projektleiter-Nachdenker-Ecke, das Wort ist sehr lang. Ich finde es mega. Das sieht man einfach auch, unsere Arbeit mit den Projekten. Da haben wir einige Zeit durch Personalmangel, was bestimmt viele auch kennen, sind wir nicht so richtig zu einem Projekt gekommen. Und dann kam ein Kind, Maxi-Kind, hat gesagt, also jetzt wird es Zeit, dass wir mal wieder ein Projekt machen. Ich möchte gern wieder ein Projekt machen. Und da sind andere Kinder aufgesprungen. Und dann sagt er, er wäre Projektleiter, hat sich so ein Schild, ganz links außen sieht man das, gebastelt mit Projektleiter. Und jetzt ist es, hat er sich diese Ecke eingerichtet, hat auch alles beschriftet. Und jetzt können sich die Kinder da hinsetzen und malen, was für ein Projekt sie gerne machen würden. Und das wird dann aufgegriffen und in der Kinderkonferenz oder im Morgentreff in der Gruppe besprochen. Und so findet man auch ein Projekt. Aber ich fand es so klasse. Und die Motzecke. Und da ist auch noch ein Vorhang dabei. Wir haben ein Kind, das sich, sag ich mal, etwas schwer tut, sich schwer regulieren kann. Kommt manchmal und, vor. Bitte? Das kommt manchmal vor. Ja, und wir haben für dieses Kind eine Motzecke, so hat er es selber genannt. Er wollte, dass die Ecke diesen Namen bekommt. Wenn es ihm schlecht geht, wenn er genervt ist, wenn er merkt, er kann sich jetzt nicht regulieren, das sind dann Dinge, die er gern hat, hinten in der Kiste. Da haben wir ihm extra ein kleines Sesselchen gekauft und wie gesagt, dann kann er auch noch den Vorhang zumachen und dann kann er sich da quasi, wenn man so will, abreagieren. Und das ist aber jetzt nicht, ist das, das ist in eurem Schlafraum, einfach so eine Ecke, die ihr für ihn sozusagen... Ja, das ist im Schlafraum der Ganztagesgruppe, von seiner Gruppe, weil wir können ja keinen ganzen Raum für ein Kind... sagen. Aber ja. Wenn, wo ein Wille, ein Weg, da habt ihr für ihn so seine kleine Motzecke gemacht. Ja. War das in dem Zusammenhang auch dieses Projektes so Gefühle oder war das ganz unabhängig voneinander? Nein, das war schon auch ein Gefühleprojekt, wo eine Zeit lang die Gruppe sehr unschön auch miteinander umgegangen ist. Und dann hat man das aufgegriffen und das Wutmonster da unten und hat die Gefühle visuell für die, haben die Kinder selber dargestellt. Und das sind natürlich noch ganz andere Sachen zu Fair Play etc. gelaufen. Aber diese Bilder, das war Wahnsinn, wie die Kinder da mitgemacht haben und das ist auch der absolute Eyecatcher und die Kinder stehen auch sehr, sehr gerne davor. Ja, und was ich da so interessant finde, ist, dass ihr sozusagen auch jedem Gefühl noch eine Farbe gegeben habt. Und auch das so, jeder hat alle Gefühle, also alle Farben in sich, aber mal ist man eben eher rot oder blau, gerade wie es einem so geht damit. Genau. Eine tolle Idee auch.
auch das zu visualisieren, weil Wut, ja, spüre ich ja nur als interpersonellen Prozess. Aber dem auch nochmal so eine Farbe zu geben, finde ich eine tolle Idee. Ja, generell ist natürlich Visualisierung für die Kinder immer wichtig. Mhm. Das ja. Ist jetzt der Aufgang zu eurem Krippenbereich, ne? Genau. Und da haben wir das Thema Wasser. Wie gesagt, Wasser ist immer für Kinder interessant und für die Kleinsten sowieso. Da haben wir ein Wasserprojekt gemacht. Das war mit beiden Krippengruppen zusammen. Und da haben wir, wie gesagt, Wasser in allen Facetten kennengelernt, ausprobiert. Wofür braucht man Wasser? Was kann man damit machen? In Eisform, in Wasserform, warm, kalt. Ja, alles Mögliche zum Abwaschen, zum Putzen, zum Trinken. Ja, und während wir hier so weiterklicken, noch vielleicht nochmal der Appell auch an die Teilnehmenden, wenn es Fragen gibt oder Rückmeldungen, gerne in den Chat schreiben, dann greifen wir das noch auf. Ansonsten klicken wir uns hier nochmal so ein bisschen weiter. Es ist so inspirierend, was du uns mitgebracht hast. Das ist jetzt, ist das jetzt ein Atelier, was wir hier sehen? Das ist Atelier der Krippe. Ah, okay. Und klar, Krippenkinder muss man ja erstmal basic mit den Farben arbeiten und die sollen ja auch ganz viele sinnliche Erfahrungen machen. Und wenn man hier unten ganz genau hinguckt, sieht man auch, dass wir die da wirklich bis auf die Windel ausgezogen haben und die durften auf ein riesen Bodenbild mit verschiedensten Bürsten, Schwämmen etc. und sich selber bemalen. Also das ist immer ganz wichtig, diese Sinneserfahrung für die Krippenkinder. Und die Kinder finden das jetzt immer noch toll, wenn sie die Bilder anschauen. Ja, und das ist ja auch so dieses, das ist wahrscheinlich dieses Bild und dann aber auch, wie ist das entstanden? Also ihr macht auch so eine Kombi aus, auf der einen Seite das Produkt, so wie hier, und genau. Auf der anderen Seite aber der Entstehungsprozess. Ja. Ja, so dass die Kinder das nachvollziehen können. Das ist eine prozessorientierte Darstellung. Mhm. Okay. Das ist, glaube ich, auch noch bei euch im Atelier. Das auch noch im Atelier, ja, das sind Materialien und das war zur Zeit, das war vor Weihnachten, wo wir die Geschenke für die Eltern gemacht haben. Und oben auch wieder mit so einem Kunstdruck, das waren auch Krippenkinder, das waren tatsächlich Krippenkinder. Da stellt man dann auch vorbereitete Umgebung, eben nur gewisse Farben zur Verfügung, die dann quasi die kleinen Leinwände da bedruckt, bemalt haben. Und passt natürlich optimal zu diesem Kunstdruck in der Mitte. Das heißt also, ihr achtet auch darauf, ich sag mal, auch selbst bei den Kleinsten schon mit zum Beispiel Kunstdrucken zu arbeiten oder auch von Materialien, wo ihr sagt, die fordern die besonders heraus und nicht nur Verniedlichungen, dass man jetzt kleine Janusch-Enten überall hat, sondern auch zu sagen, ich habe bei euch in den Räumen auch gesehen, da hängen auch Kunstdrucke, um auch nochmal so als Inspiration zu dienen und greift das aber auch auf, wenn ihr dann so im Rahmen von einem Projekt beispielsweise auch ein Angebot macht für die Kleinen, dass ihr bewusst mal sagt, wir betrachten uns erst das Bild und gucken, auch wenn die Zweijährigen noch im Grunde vielleicht mit dem Bild selber nicht so ganz viel anfangen, gucken, nur im Grunde sehen, da ist ein Tisch und ein Stuhl und dann aber habe ich ähnliche Farben und jetzt matsche ich und schliere und stelle fest, farblich ist das ähnlich. Oder was war so euer... Ja, also man muss generell sagen, man muss den Kindern schon auch was zumuten und was Neues bieten und auch gerne ein Level höher, als sie schon können, weil wir wachsen ja an allem, an jeder Herausforderung. Und die Kinder machen das draus, was sie eben in dem Moment, wofür sie empfänglich sind, was sie verarbeiten können und was sie kapieren. Mhm. Und es darf natürlich nicht das sein, was wir Erwachsene uns dann vorstellen. Es muss das sein. Nein, wir nehmen das so, wie das Kind es macht. Aber die Kinder lernen da trotzdem dran. Ja, und hier fand ich ja zum Beispiel auch sehr beeindruckend, jeder kennt das, der Fotograf kommt mal in die Kita, dann werden die Kinder alle durchgeknipst und dann geht er wieder. Und auch das habt ihr, glaube ich, aufgegriffen, indem ihr eben mit den Kindern mal geguckt habt, was macht denn ein Fotograf, was ist denn eine Kamera? Und viele Kinder kennen ja Handys, da macht man Fotos mit, aber auch nochmal wieder eine echte Kamera zu haben, wo ich am Objektiv ranzoomen kann und feststelle, da verändert sich was. Das sind dann so flankierende Projekte, die so durch so einen Impuls auftauchen, oder ist es auch, hast du schon beantwortet, okay.
Ja, genau. Fotograf war da und die Kinder finden das ja generell spannend. Wir haben auch einen sehr, sehr guten Fotograf, der da immer ein bisschen Aktion mit den Kindern macht und auch erklärt. Und dann wollten die Kinder halt auch fotografieren. Und wie gesagt, die Bilder drumherum haben auch alle die Kinder selber gemacht. Wir haben dann Ja. auch Lochkamera hergestellt, alte Kameras geholt, die sind dann jetzt daneben ausgestellt in einem Regal. Auch wieder Bilderbuchmaterial und oder Fachbücher. Ja. Und es war auch ein relativ langes, wie gesagt, langes Projekt. Und jetzt haben wir Kindertablets und damit können die Kinder auch fotografieren. Ja, das heißt also, so neue Medien greift ihr auch ganz selbstverständlich mit auf bei euch in der Einrichtung. Klar. Und natürlich auch ganz althergebrachtes wie Zahlen. Die sind natürlich auch immer interessant, vor allem für die Maxis und für die Mittleren. Und dieses Interesse für Mathematik zu fördern, das ist natürlich auch ein Ziel ein bisschen, das brauchen die Kinder ja auch später. Und das kann ich einfach auch auf vielfältige Art und Weise machen, wie man hier sieht, oben mit diesen Muckelsteinchen oder Lego oder unten die Mathematikecke mit Taschenrechner und Rechenschieber etc. Ja, und ich meine hier auch diese Pfeifenputzerzahlen. Ja. Ihr achtet dann auch da wieder, ein Thema ist auf der einen Seite basalen Mathematik, aber eben nicht so, das machen wir jetzt an einem Tag, sondern ihr guckt wirklich darum, dass sich das jetzt zum Beispiel in dieser kleinen Mathe-Ecke wiederfindet, wo ich immer wieder hingehen kann. Und im Rahmen des Projektes nehmt ihr das aber auf und unterfüttert das entsprechend dann auch noch mit unterschiedlichen Anregungen oder weitet das gegebenenfalls aus. Ja, wir schauen halt immer, dass wir das möglichst ganzheitlich machen. Also zum Beispiel dieses Zahlending haben wir auch dann in unseren Bewegungseinheiten mit eingebaut. Und wo ist denn jetzt der Unterschied vielleicht zum Ende hin nochmal zwischen euren Ecken, die ihr einrichtet für die Kinder, wo ihr sagt, das sind Projektecken, und zwischen dem, das ist ein Projekt, was sich entwickelt. Da fangen wir mit an. Oder kommt automatisch aus so einem Projekt auch jedes Mal so eine Ecke bei raus? Wie kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Nein, es kommt nicht jedes Mal eine Ecke dabei raus. Die Ecken werden eingerichtet danach, wo man merkt, es ist nachhaltig lange für die Kinder interessant. Okay. Und die bleiben dann auch, also die wechseln schon mal. Zum Beispiel eine Polizeiecke haben wir schon eine Weile nicht mehr. Die irgendwann, wenn das Interesse aufhört und nicht die Ecke nicht mehr bespielt wird, dann kommt sie weg, dann kommt was Neues. Okay. Jetzt hast du gesagt, du hast noch zwei, drei Bilder zum Schluss. Die will ich gerne auch noch zeigen, dass uns die nicht verloren gehen. Es kam gerade auch noch eine Frage von einer Kollegin aus der Teilnehmerschaft, wie viel Geld ihr für Materialien ausgibt. Wenn man jetzt so die Projekte verfolgt, könnte man vielleicht vorstellen, ihr habt da besondere Budget oder ist das ganz normal im Rahmen eures Haushalts? Also wie viel muss man da rechnen oder kannst du das gar nicht sagen? Also das ist ganz normal im Rahmen unseres Haushaltes. Und wir arbeiten halt viel auch mit gespendetem Material. Also wir machen dann einen Aufruf an die Eltern, wir brauchen Bilderrahmen, Schrauben, sonst irgendwas, was man, Müsli-Dosen etc. Aber wir geben nicht extra viel Geld für unsere Projekte aus. Die meisten Sachen hat man da und Verbrauchsmaterialien sind auch immer der Kita da. Und ab und an, da kauft man dann mal was, aber das ist ganz normal vom Etat. Und wir haben, glaube ich, nicht so einen besonders hohen Etat, würde ich mal sagen. Okay, und ich habe auch gesehen, ihr macht auch viel mit wertlosen Materialien oder Abfallprodukten, Ja, dass ihr das genau. einfach kreativ weiterverarbeitet. Unsere Zeit läuft uns so ein bisschen weg, es ist so spannend mit dir. Ich könnte gerne noch ein Stündchen dranhängen, das dürfen wir aber nicht. Deswegen lass uns noch mal so vielleicht die letzten zwei, drei Bilder angucken. Du sagst noch mal schnell, was wir da sehen. Ja, das war ein Kunststoffprojekt. Da hatten wir eine Künstlerin mit dabei, wo wir natürliche Farben selber hergestellt haben. Und da das in der Zeit von Corona-Höchstphase gefallen ist, durften wir kein Maxi-Abschlussfest machen im eigentlichen Sinn. Und wir haben dann aus diesem Projekt, haben die Kinder selber eine Geschichte entwickelt aus diesen Farben. Und da war auch mit Weltall und dieser Bus, der da gefahren ist, haben die Kinder danach einen Film gedreht, also sie selber. Und dieser Film war dann das Highlight-Kino, quasi mit Popcorn und so klein gebastelten Autos wie Autokino. Mit Abstand hat man dann quasi als Abschluss diesen Film angeschaut und die Eltern haben ihn gebrannt mit nach Hause bekommen. Natürlich, Einhaltung von Datenschutz, wurden alle abgefragt, ob es in Ordnung ist.
Ja, und daran sieht man auch, ihr habt kreativen Weg gefunden, auch da ein schönes Highlight für die Kinder zu machen. Und ein Highlight war ja auch vor Jahren mal das Olympiafest oder auch generell sind Highlights auch so Feste im Ja. Jahr. Die würdigt ihr dann entsprechend auch nochmal, indem ihr sie nicht nur für den Moment festhaltet, sondern auch so an einer Wand nochmal darstellt. Ja, wir haben eine Feste- und Feiernwand und da kommen dann immer von unterschiedlichsten Festen immer eine Auswahl Bilder hin. Und das Olympia ruft, mach mit, werd fit. Das war ein Projekt, das wir gemacht hatten, ein ganz langes, also mit einem Projektpartner und hatten dann zum Abschluss so eine Olympiawoche gemacht, wo es dann jeden Tag quasi eine andere Aktion gab, vom Entzünden des olympischen Feuers im Ort, was der Ortsvorsteher gemacht hat, bis über Stadion, bis über im Schwimmbad, dann gesundes Frühstück, Ernährung, Lebensmittel kennenlernen, da haben die Eltern waren mit involviert. Und am Schluss gab es dann dieser Woche Freitagnachmittag eine riesengroße Spaßolympiade mit allen Eltern und Kindern und Medaillen. Und es gab auch noch einen Pokal. Also es war eine ganz tolle Sache. Das war jetzt so ein schönes Schlussstatement. Vielleicht erlaubst du mir am Ende, dass ich dir den Ball noch einmal zurolle. Wir sind zwar am Ende unserer Zeit, wir sind aber auch ein paar Minütchen später angefangen. Deswegen erlaube ich mir, wenn das für alle in Ordnung ist, noch ein paar Minütchen dran zu hängen, 3, 4. Susanne, ich würde nämlich gerne noch mal so ein Schlussstatement hören. Wir haben jetzt über Projektarbeit gesprochen, über sprechende Wände, über die Wertschätzung der Kinder, indem man diese Projekte, die man macht, gut visualisiert und dokumentiert, indem man dadurch auch Lernen aufzeigen kann, Weiterentwicklung aufzeigen kann. Vielleicht noch mal der letzte Blick zu euch als pädagogische Fachkräfte. Ist das nicht ein irrer Mehraufwand, wenn man bei einem Projekt jedes Mal das verschriftlicht, noch was dazu schreibt, das dann anheftet, Fotos dazu macht? Es wird ja ganz schnell immer auch gesagt, wir haben sowieso so wenig Personal, so wenig Zeit. Ihr habt ja jetzt nicht extra noch ein, zwei Menschen mehr, die für diese Dokumentation zuständig sind. Wie kriegt ihr das so im Alltag hin und warum ist euch das so wichtig? Also wichtig ist es uns wirklich, diese Prozesse und diese Dinge darzustellen, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Natürlich ist es schon etwas zeitaufwendiger. Aber wenn ich jetzt überlege, was ich so kenne aus vielen Kitas, da malen die Kinder, sage ich jetzt mal, Sonnenblumen, dann werden die Bilder alle aufgehängt. Das bisschen mehr Zeit, um diese Dokumentation ein bisschen gehaltvoller zu machen und ein bisschen auszuschmücken. Also ich glaube, die Zeit bekommt man raus. Und diese Heftdokumentation, die wir parallel laufen lassen, machen wir nicht zu jedem Projekt, aber zu besonderen oder zu einigen. Im Grund machen wir ja schon was fürs Portfolio und das kann man ja verwenden auch für diese Heftdokumentation. Ich glaube, wenn man sich auf den Weg begibt, ist es ein bisschen aufwendiger, aber inzwischen ist es für mein Personal oder für uns schon so. Ja, so Normalität. Und wir legen da einfach Wert drauf, weil wir, also uns geht auch das Herz auf, wenn wir an diesen Dokumentationen vorbeilaufen. Und wir sagen auch oft, oh, weißt du noch, und wie das war? Also das bringt einfach einen unheimlichen, ideellen, emotionalen Mehrwert. Okay, das war jetzt ein schönes Schlussstatement. Susanne, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Nachmittag bei dem schönen Wetter die Zeit genommen hast. Und gleichsam bedanke ich mich auch bei allen anderen, nämlich an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei dem schönen Wetter heute bei uns zu sein, bei diesem Talk. Vielleicht war das ein oder andere eine Inspiration auch für die eigene Einrichtung, für die eigene Arbeit, nochmal ganz gut hinzugucken. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Jetzt einen schönen Feierabend, genießt vielleicht noch die Sonne und dann sehen wir uns beim nächsten Talk wieder im April. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und vor allen Dingen fröhlich. Macht's gut und bis ganz bald. Eine gute Zeit für euch. Tschüss. Tschüss.